Komm schon, du schaffst das. Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khaled, und herzlich willkommen zur dritten Folge von Mafia Definitive Edition. Ja, Freunde, wir sind jetzt bei Folge 3. Erstmal möchte ich mich entschuldigen für die Ruckler, für diese Fehler, die in der Szene passieren. Ich habe wirklich gefühlt Stunden an dem OBS-Programm dran gefummelt, dass da wirklich die bestmöglichsten Aufnahmesettings drin sind. Aber leider sind immer wieder kleine Ruckler in irgendwelche Szenen drin. Und bin leider immer noch nicht drauf schlau gekommen. Von daher hoffe ich, dass ihr vielleicht ein bisschen Verständnis für die Aufnahmen habt. Und alles andere kann man halt nur in Zukunft klären. Ich hoffe, es gefällt euch dann dennoch, die ersten beiden Folgen. Da würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Wir haben ja jetzt die Taximänner, die zwei anderen Gangs haben wir ja jetzt platt gemacht, sind ja in ihre Gebiete gegangen und haben uns jetzt gerecht für unser Auto. Und jetzt sind wir ja beim Herrn Salieri aufgenommen. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Let's go. Normaler Tag. Die ersten Tage in Salieris Bar lief nicht viel. Kisten schleppen, Nachrichten überbringen. Die Jungs erzählten Geschichten aus der Heimat. Meist warteten wir einfach. Ich dachte schon, das Leben in Salieris Truppe wäre ziemlich ungefährlich. Was wusste ich schon? Bist du Tommy? Los, du ja. Hast noch was auf Lager. Der Boss wartet auf dich. Danke. Freunde, wisst ihr, an was mich diese Szene hier gerade erinnert? Wie hieß der nochmal? Der Mafia-Pate von Manhattan. Ist ja ein Film darüber, der 2001 gestorben ist, der an Prostatakrebs gestorben ist. Wie hieß er nochmal? Set nenne ich Cell. Weil die Szene hat mich erinnert, wo er immer auf der Straße Stickball gespielt hat. Ich habe viel über diesen Paten gelesen. Aber wie hieß der nochmal? Das war so lange her. Nicht Gambino. Der war in der Gambino-Familie, aber hieß nicht mit Nachnamen Gambino. John Gotti erinnert mich an dieser Szene hier, wo die beiden hier gerade gekämpft haben. Die haben immer an ihren eigenen Straßen Stickball gespielt. Das ist so eine Art wie, keine Ahnung, ob das so Baseball ähnelt oder so. Das hat mich auf jeden Fall dran erinnert. Lass uns erstmal diesen Hof hier mal abchecken. Das sind anscheinend Salieris Leute. Boah, sieht so nostalgisch und geil aus, ne? Guckt euch das mal an. Wie die Straßen und Ecken von New York früher aussahen. War nicht viel, aber das hat gereicht, ne? Das hat für die gereicht. Hier, heute nennt man das hier wahrscheinlich so eine Untergarage, keine Ahnung. Das war damals hier ihre Ware, Alkohol, Molotow-Cocktail. Was haben wir hier? Sieht aus wie die deutsche Meisterschale. Aber es sind Felgen, was ist das? Da kann man nicht so richtig erkennen. Oh ja, lange Paletten sehe ich zum ersten Mal. Ich kenne nur diese Paletten hier. Danach hier Reifen, Kisten. Scheint Droga. Nee, ist wahrscheinlich auch Alkohol. Alkoholflaschen, Molotow-Cocktail und so weiter. Kann ich auch da hoch nochmal? Ich kann ja mal kurz hoch. Ah, wir können hier rein. Wir können jetzt mal hier weiter gucken. Denn hier ist ja nicht dieser Typ von vorhin. Vielleicht können wir hier irgendwas erkundigen. Ne, hier ist nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist wieder die Ölwechselfilter-Dingsbums. Hier ein paar Werkzeuge an der Wand. Boah, so eine Wand in meiner Garage würde ich mir mal ehrlich mal auch mal wünschen. Hier so ein Schießübungsstand. Ein paar Basies. Ah, sieht schon interessant aus, ja. Sieht schon interessant aus. Und hier sind wahrscheinlich die Goldbarren irgendwo in den Kisten versteckt. Und ja, auf jeden Fall. Sehr nostalgisch. Kann ich irgendwie springen? Ich kann nicht springen. Aber ich kann kaputt machen. Kann man nicht. Okay, dann würde ich sagen, kann man mit denen sprechen. Kann man nicht. Wie sieht's mit dir aus? Komm, ich will dir mal einmal so richtig einen auf die Fresse geben, Alter. Also Behindert guckst.
Nein, Spaß, Freunde. Auf die Schnauze tut aber immer gut, einzugeben. So. Bevor wir jetzt aber hier reingehen, muss ich leider kurz strullern. Ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht sauer. So, da sind wir wieder. Und wir treffen uns jetzt mit dem Don, mit dem Paten von New York. Triff dich mit Salieri. Auf geht's. Oder sollen wir erstmal noch kurz hoch? Nee. Treffen wir uns erstmal hier im Raum. Hier ist er. Bin spät dran. Nimm Platz. Es ist Zahltag, Jungs. Tommy, du fährst. Pauli und Sam kümmern sich um den Rest. Alles Routine. Nur ein paar Stopps heute. Das Motel hat letzten Monat zu wenig abgedrückt. Sicher, dass sie ihre Zinsen zahlen. Dein Problem, Boss. Vergreift euch an niemandem, wenn es auch anders geht. Unsere Kunden müssen verstehen, dass unsere Dienste wertvoll sind. Sie müssen in euch den heiligen Michael sehen und glauben, dass ihr sie beschützt. Morello kann ruhig Beine brechen. Wir sind zu gut dafür. Aber die Rechnung muss trotzdem jeder zahlen. Wir kriegen das hin. Hol dir bei Ralph hier. Okay, Boss. Nie richtet aus, dass er was für dich hat, Tom. Geh zuerst zu ihm. Wahrscheinlich nur ein Märchen über einen Kerl, den er vor 20 Jahren erledigt hat. Sprich mit Vincenzo. Boah, der Controller ist leider nicht geeignet zum Sprinten, ne? Deshalb weiß ich jetzt, warum ich Probleme in FIFA habe. Da ist er ja. Das hier. Dachte gleich an dich. Eine 9mm Revolver oder was auch immer? Ne, eine Revolver. Schon mal geschossen? Auf dem Jahrmarkt, am Schießstand. Ich verstehe. Das zählt nicht. Visier das Ziel da drüben an. Ja, wieder nur noch Moni. Gute Haltung, richtig fies. Jetzt klick, klick, klick. Peng. Gehirn an der Wand. Okay, jetzt das Nachladen. Okay, Trommel öffnen und los geht's. Gut, eins noch. Steck sie in den Gürtel. Fertig. Wenn die Schießerei losgeht, geh in Deckung und scheiß dich nicht ein. Danke, Vincenzo. Weiß ich zu schätzen. Hey, für Frank und den Boss bin ich Vincenzo. Für dich, Vinny. Alles klar, Vinny. Dann sehen wir uns. Danke für die Revolver. Mann, ich will da rüber springen, nicht hier runter. Das kostet mich Zeit. Ihr müsst heute vorsichtig sein. Ich habe mit Biff gesprochen. Morello ist immer noch wegen der Autos wütend. Was haben wir hier? One Year Since the Crash. Achso, Börsencrash, ne? Von damals, sehr bekannt. Ein Jahr seit... Ja, das lesen wir jetzt nicht. Könnt ihr gerne Pause machen. Was kümmern ihn schon Autos? Weißt du, wie du in so einen reinkommst, Tommy? Mit dem Ellbogen. Reingreifen. Simpel. Und ich muss dann das Fenster wieder reparieren. Sieh zu. Und... lerne. Du bist ein richtiger Magier, Ralphie. Halte gedrückt, um das Schloss eines Autos zu knacken. Zeig mir, was du drauf hast. Okay, du bist drin. Geschafft. Boah, was ein schöner Oldtimer, ne? Wunderschön. Ersatzreifen links. Heute, wenn man so einen heute hier findet. Ach, keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht so krass aus mit Autos. Zuerst zu Al. Ihm gehört die Bäckerei in der Longman Street. Kennst du sie? Ja, Kech. Ist Al wieder im Verzug? Was ist das für ein Bahnheber? Schade. Wir haben ja hier Hebebühne. Und hier haben die einfach Hydraulik. Klar haben wir auch Hydraulik, das ist ja klar. Aber guck dir das mal an. Naja, bevor wir losfahren, wir können auch nicht losfahren. Ich muss mir das angucken. Mit diesem Radio, Alter. Mal kurz angucken. Ah, hier haben wir eine leere Hebebühne.
Alter, ja, voll geil, Mann. Sie ist ja nicht immer sowas, ne? Außer im Spiel jetzt hier. Nice aus. Okay. Okay, okay. Ja, ich meine, die haben ja auch die Hebebühne, die man unter dem Auto tut. Also, anspannt. Diese Brücke, nicht Brücke. Wie hieß er mal? Schere? Ne, auch eine Schere. Auf jeden Fall, wo man dann komplett auf so einer Platte fahren kann, wird dann komplett hochgehoben. So, fahre zum ersten Abkassierer. Ja, was tust du, Alter? Ist das Hupenmaus, ne? Als wenn du so ein Kinderauto so bist. Erwartet. Und ja. Und wie gesagt nochmal, Freunde, auf jeden Fall fette, fette Sorry für diesen kleinen Ruckler. Ich habe wirklich Stunden an dieses blöden Settings drangehangen. Aber irgendwie will es trotzdem. Okay, nicht. Da wären Keine wir. Und diese Parkplätze sehen richtig fein, kleine Fallen aus. Ja. Sieh uns heute gut. Wenn alles glatt läuft, ist es ein Kinderspiel, aber wenn nicht, muss man manchmal improvisieren. Klar. Mach's mir einfach nach. Betritt die Bäckerei. Sam, Polly, wie geht's? Gut, danke. Und klein Julia? Diesen Brief weise ich sie darauf hin, dass sie sich mit den Zahlungen für ihre vereinbarten Kredit im Rückstand befinden. Dieser Betrag ist seit dem 15. Juli 1930 fällig. Sie haben bisherige Zahlungsaufforderungen ignoriert. Sollte ich den vollständigen Betrag nicht innerhalb von 2 Wochen erhalten, bleibt mir keine Wahl, als diese Bank anzuweisen, den Zwangsvollstreckungsvorgang für ihr Haus und Geschäft einzuleiten. Handeln Sie bitte dementsprechend Christopher Marcino, Direktor Grand Imperial Bank. Alles klar. Ha! Nicht mehr so klein. Sie wird eine richtige Nervensäge wie ihre Großmutter. Gut zu hören, Al. Wirklich gut. Also, hast du hier irgendwelche Probleme? Machen Penner Ärger? Nein, nein, nichts in der Art. Gut. Hast du also das Geld? Ich hab's Hinterzimmer. Ich werde... Tommy Holz, du bleibst, wo ich dich sehe. Ich hatte einen schwachen Monat, Sam. Hab mir Sorgen gemacht, ich hätte nicht genug. Al, ich weiß, du würdest uns nie hinhalten. Aber mach dir ruhig Sorgen. Wie sollen wir dich und die kleine Julia ohne Geld beschützen? Sie ist hinten. Wo ist das Geld? Infami, fetosi, voi ci succhiate il sangue. Es ist auf dem Tisch, brauner Umschlag. Oh, Poster, okay. Familiengeschichte, nächste Trophäe. Auf dem Tisch brauner Umschlag, Ada. Via di qui. Lasciateci in pace. Ich hab's. Wir sehen uns nächsten Monat, Al. Oh, die Bäckerei sieht nice aus, ja? Egal was. Mach ich's denn? Ja, Baguette. Bestimmt. Korken. Grüß deine Mutter von mir. Ja? Nochmal Baguette. Krass, ein Chopper. Ein Chopper! Ich will damit fahren. Ich hab keinen Bock damit zu fahren. Egal. Jetzt haben wir das Geld. Okay, als nächstes fahren wir zu Eugene, Porzellanladen auf der Talo. Ist er noch nicht tot? Fast. Hab gehört, sein Neffe hat übernommen. So, jetzt kommt die nächste Stelle. Der Typ, dem der nächste Laden gehört hat, Tom, der heißt nicht Eugene. Das ist ein Chinese. Aber er klingt wie Eugene, also haben wir ihn so genannt. Pauli hat seinen Schädel auf die Theke geknallt. 1927, glaube ich. Ja, war zum Schreien. Danach gab's nie wieder Probleme. Wenn du genau hinsiehst, siehst du noch das Blut. Der arme Kerl hat es nicht weggekriegt.
Wir kassen bei einigen von ihnen ab, um die Banden von Chinatown zu erinnern, dass uns die Stadt gehört. Aber Eugenes Neffen kennen wir nicht. Vielleicht müssen wir ihn überzeugen. Krass, ist die Chinesen schon in 30er Jahren. Da geht er rüber. Jetzt sind wir hier bei Chinatown gelandet. Boah, alles chinesische Häuser, Bauten. Sieht nice aus, ne? Guck mal da oben. Hier so ein Platz. Wir sind da. Ich kümmere mich drum, Sam. Bist du sicher? Ich bin sicher. Ich bin am nächsten Morgen hinter der Bar. Er kümmert sich allein um den Laden? Ah, wenn Polly geladen ist, muss er allein etwas Dampf ablassen. Ihn einfach machen lassen. So ist er eben. Manchmal hört man es in seiner Stimme. Dann muss er den einsamen Wolf geben. Hält ihn glücklich. Ich glaube, der wird jetzt gerannt. Rauslaufen. Er wird gerade rauslaufen. Ich habe die Scherben schon gehört. Ja, Eugenes Neffe hat gerade nicht viel Spaß. Dann gibt es kein Halten für Pauli. Wir haben mal einen Schneider in Holbrook in die Mangel genommen. Der sitzt jetzt im Rollstuhl. Man hört die Scherben schon. Oh, die Polizei. Police. Oh, da ist er wieder. Da kommt er. Er arbeitet schnell. Ja. Ja. Ich okay. Hab die Sache noch mal gekartet. Wir sind da. Endlich. Ich bin jetzt endlich auf dem Bauernhof gelandet. Auf der Tankstelle hier. Aber die Tankstelle hat ja aussahen. Wir sind Gestern. Gleich zurück. Okay. Ja, man muss wieder warten. Ich will das auch sehen. Tommy, ich hab was. Oh mein Gott, Polly! Sag Salieri, der Laden gehört ab sofort. Capisce? Komm bloß nicht zurück, sonst geht's dir noch schlechter als deinen Freunden. Hol Sam, sie wollen Informationen aus ihm rausprügeln. Du brauchst einen Arzt. Das kann warten. Hol Sam da raus. Okay, warte hier. Da haben wir schon das erste Problem, Freunde. Wo ist unsere Waffe? Da ist sie. Ist zu. Wer hat die Autos zerstört? Ich will einen Namen. Na, klettern können wir auch nicht. Überleg es dir das nächste Mal gut!
Der Typ hat mich jetzt gerade voll erschrocken, aber ich habe keine Ahnung, wie man hochkommt. Ah, da haben wir doch was. Ich will dich bluten sehen. Oh, Alter, der hat mich ja voll erschrocken. Hilfe, hol die Fäuste raus. Der Typ, der auf mich angerannt kam, der Elga, der hat mich ja voll ins Visier genommen. In dem Moment einfach nicht gesprochen, ja. Gegen Deckung. Warum haben wir sie nicht alle abgeknallt? Muss nachladen, geht mit Deckung! Sam, die haben dich wirklich in die Mangel genommen. Oh Gott. Komm schon, du schaffst das. Du bist ein Seehund. Oh, Scheiße. Wer hat das Geld, Tom? Ich schnapp mir den Bastard. Okay, Freunde. Er ist okay. Drin. Dann hol das Geld! Okay, Freunde, wir holen uns jetzt das Geld. Der Anfang da war total lost, Alter. Wir müssen wieder Nitro Boost einsetzen. Das dauert jetzt ein bisschen, bis das Auto Geschwindigkeit bekommt. Echt blöd. Ist jetzt noch ein Auto da oder was? Da wurde mir der Preis klar, was es bedeutet, dazuzugehören. Ich hätte abhauen sollen. Was macht er da? Aber ich wollte nicht zurück in mein altes Leben.
anscheinend abgeschlossen. Normaler Tagesablauf, Freunde. Normaler Tagesablauf ist durch. Und die nächste Trophäe. Und so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück? So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt's solche Zufälle? Es war als... wachte. Na, wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist... Ja, so war das. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri $1 machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, wenn er kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der wegsah. Hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er tauchte in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit deinem seltenen Importwagen, Joey? Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin. Da gehen die Schmierlappen auch vorbei. Wir glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers kaufte. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morells Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Fair Play, 1932. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Meinst du nicht gut? Kann ich mit Geld umgehen? Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr.
Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem finanziellen Rat. Sie haben ihr ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Wer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen, wenn du Zeit hast? Kein Problem. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, war's das hier an der Stelle. Wir machen in der nächsten Folge damit weiter. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Dann würde ich sagen, macht's gut, euer Ralf ist draußen und ciao.